herzlich willkommen beim Stempelpalast. Heute ist Sonntag und wir haben wieder Techniksonntag. Ich freue mich heute mit euch die Babywipe-Technik zu machen. Das heißt, Babywipes sind ja Babypflegetücher. Das gucken wir uns gleich an. Vorweg, ich habe euch versprochen, ich bringe von Onstage eine neue Unterlage mit. Das habe ich auch getan. Damit verabschieden wir uns aus von der Unterlage aus Amsterdam und begrüßen die Onstage-Unterlage aus Mainz. Meine Unterlage fürs nächste halbe Jahr. Und dann geht es im April nach Wiesbaden und dann gibt es wieder eine neue. Aber ich freue mich, die klebt nicht mehr am Rand. Wir haben was Neues, Schönes zum Basteln. Ihr könnt euch an was Buntes gewöhnen und nicht mehr ganz so schlicht rosa. Ja. Wir machen Babywipe-Technik. Und wie ihr seht, wenn ich ein Plastikschüsselchen besorge, dann wird es wieder sauig. Auch in diesem Fall haben wir wieder ein bisschen was zu kleben, aber langsam fängt es ja an, Spaß zu machen. Wir benötigen ein Pflegetuch für Babys. Es gibt unterschiedliche Sorten von Pflegetüchern. Ich zeige euch das ganz kurz. Also wir benutzen dieses hier. Auch schon alle, sehr schön. ich zeige euch aber gleich noch eine andere Art, damit ihr den Unterschied feststellen könnt. Wir legen uns das nur mal eben, wir falten die schön auseinander und legen uns die zurecht. Schwupp, so. Und dann gibt es zum Beispiel solche Pflegetücher. Da ziehe ich auch mal eben eins raus. Seht ihr den Unterschied? Das hier ist super dünn. Ist echt wie so ein, ja, wie ein Feuchttuch oder wie so ein 4711 Tuch oder wie soll ich sagen? Im Gegensatz zu diesem hier, welches irgendwie eher wie ein Waschlappen ist. Also diese etwas dickeren sind sehr viel besser geeignet, weil sie die Verarbeitung besser abkönnen, sage ich mal ganz vorsichtig. Wir nehmen nämlich wieder Nachfüllfarbe. Wir arbeiten heute mit Türkis, mit Himmelblau und mit Schiefergrau. Wir fangen wieder mit der hellsten Farbe an, wie ihr wisst. Und tropfen einfach die Nachfüllfarbe auf das Tuch. Und machen uns jetzt quasi eine Art Stempelkissen. Wichtig dabei ist, dass diese Nachfüllfarbe wirklich alle Bereiche abdeckt und es keine Löcher gibt. Ansonsten habt ihr ja hinterher auf eurer Farbe oder auf eurem Stempelabdruck Löcher. Also einfach Bereiche, die nicht mit Farbe bedeckt sind. Und dann wird das auch auf dem Abdruck nichts. So, bin mittlerweile bei Schiefergrau angekommen. Damit fülle ich jetzt auch einfach noch diese Ränder aus hier, diese Löcher so ein bisschen. So. Kann man jetzt so ein bisschen erkennen. Alle möglichen Farben. Das stelle ich ein bisschen an die Seite. Cardstock, wie immer zum Stempeln. Und ich habe mich mal für ein winterliches Motiv entschieden. Immerhin haben wir nächsten Sonntag den ersten Advent. So, wir nehmen Schneeflocken. Und da fällt mir gerade ein, ich nehme noch mal ein bisschen Haushaltsrolle da drunter. Wir wollen ja unsere hübsche neue Unterlage nicht gleich einsauen, denn ich möchte ein bisschen über den Rand stempeln. Das geht ja sonst gleich. So, und dann, wie ihr seht, Acrylblock einfach rein da in das Babywipe-Tuch schön andrücken. Da kann man auch sehen, wie die verschiedenen Farben dann auf dem Block aussehen. Deswegen habe ich nämlich Clear Stamps gewählt, damit ihr das ein bisschen sehen könnt. Und dann machen wir einfach so. Pup.
da noch einen hin. Und vielleicht da. Dann habe ich euch natürlich auch einen Spruch mitgebracht. Erschreckt euch bitte nicht, ich habe nicht so viele Blöcke in der gleichen Größe. Diese ganzen Stempel, die ich jetzt benutze, können alle einen D-Block vertragen. Aber so viele D-Blöcke habe ich gar nicht. Also musste ich mal ein bisschen improvisieren. So, Spruch dazu. Sieht schon cool aus, oder? Ich finde Baby-Wipe-Technik gar nicht so schlecht. Machen wir hier noch so ein bisschen. So, was ihr jetzt schon sehen könnt, wenn man immer jetzt in diesem Matsch so rumstempelt, um Farbe auf den Acrylblock zu bekommen, ist, dass die Abdrücke verschwimmen. Das werdet ihr jetzt auch sehen, wenn ich diesen letzten Abdruck hier noch zwischensetze. Ja, komm, machen wir ruhig voll hier. Fupp. So, dies war unser erster. Da sieht man noch relativ schön Himmelblau an dieser Stelle, Türkis hier und das Grau hier. Wenn wir uns jetzt so die letzten angucken, kann man hier also Himmelblau schon mal nicht mehr so schön erkennen. Das verschwimmt immer mehr. Das heißt, ihr müsst also nach so ein paar Abdrücken tatsächlich auch, schwupp, hab's gleich mal in den Müll geschmissen, tatsächlich auch das nochmal machen. Wenn ihr also mehr davon produziert oder größere Flächen stempeln wollt oder wie auch immer, dann müsstet ihr das einfach nachmachen. So, Baby-Wipe-Technik. Ganz einfach. Natürlich habe ich auch eine Karte für euch vorbereitet. Und deswegen mache ich nämlich jetzt hier mal eben alles sauber. Ich habe die Seite schon fertig. Wir haben tatsächlich schon wieder 4 Wochen rum. Und unsere zweite Seite im Technikbuch ist fertig. Und das habe ich für euch nämlich auch gleich zusammengeklebt. So, da haben wir meine Karte. Kann man es ein bisschen erkennen? Ich kann es noch weiter runterlegen, dann sieht man es vielleicht noch ein bisschen besser. Da. Feige, Sommerbeere und Puderrosa. Die aktuellen In-Color zusammen sind auch immer sehr hübsch. Ich habe es noch nicht beschriftet, da ich mir zu Weihnachten einen P-Touch gönnen möchte. Das ist so ein Beschriftungsgerät. Da kann man so Buchstaben eintippen und dann kommen die auf so einem Streifen rausgerollt und den Streifen kann man dann aufkleben. Das finde ich sehr schön. Und sowas möchte ich mir, glaube ich, zu Weihnachten schenken. Und darum habe ich dies noch nicht beschriftet, weil ich das dann hinterher tun kann. Aber wie ihr seht, die Seite ist fertig. Freue mich wieder sehr. Wir haben wieder eine Seite voll bekommen. Falls ihr euch noch erinnert, wir haben gestartet mit Geistertechnik, mit dem Versamark und dann einfach drüber gerollt mit den verschiedenen Farben. Beziehungsweise hier war es ja nur Marineblau. Aber falls ihr mich verfolgt habt, ich habe meine Onstage-Swaps tatsächlich auch in dieser Art gemacht. Hier liegt noch einer. Schwupp. Der hat noch Folie drin. Ah, ein ganz bisschen kann man es trotzdem sehen. Ich nehme den mal eben aus der Folie raus. War ja Onstage. Wenn ihr das Onstage-Video noch nicht geguckt habt mit den Swaps, kann ich euch das wärmsten ans Herz legen. So viele Ideen auf einmal kriegt ihr selten. Und hier sieht man also Geistertechnik mit Schneeflocken. Und dann hatte ich auch noch eine Karte in Braun. Die liegt hier aber nicht mehr rum. Die müsstet ihr dann tatsächlich mal auf meinem Video nachsehen. So, Woche 2 im November hatten wir Salztechnik. Das war diese Karte mit den verschiedenen Salzkristallen.
Dann hatten wir in Woche 3. Oh, ihr wackelt hier schon wieder. Ich bin wieder dagegen gekommen. Ich muss das mal so machen. Sonst wackelt hier der Arm. In Woche 3 hatten wir dann also Marmortechnik mit Stamping Blends, also mit Alkoholmarkern. Und jetzt in Woche 4 haben wir Babywipe-Technik. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Nun ist der November um. Und im Dezember muss ich noch mal schauen. Ich denke, ich werde es weitermachen, aber dann werdet ihr im Dezember also ganz viel zu gucken haben, denn es wird noch eine Überraschung geben im Dezember. Ich kann und mag aber noch nicht allzu viel verraten, weil wir noch nicht den ersten haben. Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Ja, auf jeden Fall gibt es im Dezember selbstverständlich auch Techniksonntag, wobei, seid mir nicht böse, Heiligabend und Silvester habt ihr keine Zeit zu gucken und ich keine Zeit zu basteln. Heiligabend und Silvester lassen wir da mal raus. Aber natürlich am 7., am 7., nein. Freitag ist der 1., Sonntag ist der 3. Am 3., am 10. und am 17. so rum werden wir auf jeden Fall die 3 Sonntage Technikblock machen fürs Technikbuch. Und Heiligabend und Silvester lassen wir raus. Und im Januar geht es dann wieder ganz normal weiter. Am 7. Am 7. Januar ist wahrscheinlich auch Blockhop für den neuen Frühjahr-Sommerkatalog. Da werden wir die ersten Stempelsets vorstellen. Ich habe onstage ein Stempelset geschenkt bekommen aus der Celebration, die im Januar beginnt. Und dieses Set könnt ihr kostenlos bekommen, wenn ihr für 60 Euro Ware bestellt. Und ja, das stelle ich einfach vor am 7. Januar. Vermutlich, der Termin steht noch nicht ganz fest, aber es tendiert dahin. Und ja, viele, viele, viele Dinge gibt es, die ihre Schatten vorauswerfen. Montag haben wir zum Beispiel, also morgen, wenn heute Sonntag der 26. November ist, wenn du dieses Video guckst, dann haben wir morgen am 27. November versandkostenfreies Bestellen. Dann können wir ab 1.12. ganz offiziell als Demos aus dem neuen Frühjahr-Sommerkatalog bestellen. Solltest du das auch wollen, müsstest du dich bei mir melden und wir müssten mal über dein Demo-Dasein sprechen. Dann darfst du gerne als Demo bei mir einsteigen, dann geht das nämlich für dich auch. Ansonsten darfst du als Kundin bei mir bestellen ab 3. Januar aus dem neuen Frühjahr-Sommerkatalog. Ich werde aber natürlich erst nach Weihnachten anfangen, dir dort Dinge zu zeigen, weil das wäre sonst, naja, jetzt wo alle in Weihnachtsstimmung kommen und ich fange jetzt mit Blümchen an, ist vielleicht nicht das Richtige. Gut, dann habe ich jetzt auch, glaube ich, schon genug gesabbelt für heute. Seite ist fertig. Wie gesagt, ich beschrifte die nach Weihnachten nach, wenn ich mir mein Pichat geschenkt habe. Und ich grüße dich ganz lieb. Ich freue mich auf nächsten Sonntag für den nächsten Technikblog. Und ja, liebe Grüße und alles Gute. Tschüss.